Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist die Dori. Hallo. Was macht denn die Dori gerade? Na, die Dori macht ihre komischen, mache ich denn hier, Kartoffeln, ne? Kartoffeln, ja. Wir fangen nämlich gerade wieder, das ist eine neue Aufnahmesession und wir fangen wieder neu an. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken, in welcher Reihenfolge ich hier was ist absenken muss. Ist aber sehr eingeschränkte Sichtweite. Bei dir? Ja, mein Feld, also sonst von meinem Feld konnte ich weiter gucken, wie weit das geht, ne? Also, okay. Auch die Pflanzen da drauf. Diesmal ist das aber ganz schön. Na gut. So. Oh, die Ecke muss man anschalten, da geht das schon hoch. Eigentlich will ich ja bloß die Ecke immer hoch und runter heben. Das heißt, wir schalten jetzt nochmal auf das hintere Gerät, schalten das auch ein. Oh, der arme Trecker, der wird auch nicht zu tun. Schalten auf das vordere Gerät. Und wenn wir das ausheben, dann heben wir ja alles aus. So, wir sehen jetzt nämlich hier Hafer an und das Ganze in einer Kreiselecken-Ansee-Kombination. Also quasi wie eine Direktsaat-Sämaschine. Und ich habe irgendwie den... Habe ich einen Spurenreißer rausgelegt? Wie habe ich einen Spurenreißer rausgelegt? Wie habe ich das gemacht? Was ist das denn? Ich kann ja gar nicht gebrauchen, den Spurenreißer. Also mal gucken hier, was der Spurenreißer ist. F1... Spurenreißer, Y. So, jetzt ist er wieder oben. Alles klar. Gut, einwandfrei. Aber er geht trotzdem noch mit 15 km/h, der Trecker hier, obwohl ich eine Kreiselecke und die Sämaschine dahinter habe. Hm. Das ist gar nicht mal so schlecht, der läuft ganz gut. Hätte ich so gar nicht erwartet, muss ich sagen. So, dann nehmen wir das mal alles aus hier. Sehr schön, das funktioniert. Ich muss mich hier in der Kante nochmal langziehen. Bin ein bisschen schief gefahren. Einen guten Hafer für die guten Pferde. Ja, ja. Ich glaube, wir behalten unsere Pferde noch einen Tag länger, weil das von den Finanzen her nicht reichen würde. Naja, warum auch nicht, ich meine. Ja. Also müssen wir alle ausreiten heute noch. Alle Pferde, aber ich denke mal, wie weit bist du mit den Kartoffeln? Wie viel hast du da jetzt schon? Ja, so ein bisschen muss ich nur, ne? Meinst du, das hält dich noch heute auf, ja? Das wird, ja. Gehe ich stark von aus. Alles klar, so, Tempomat rein hier und dann geht das ab nach vorne. Dann geht das vorwärts. Jetzt hier hin. Ab die Luzi. Die Luzi? Die Luzi. So, dann machen wir hier mal schönes Panoramabild. Vom Einsäen. Mit der Kombi Kreiselecke. Das habe ich noch nie gehabt. Ich glaube, das gibt es auch erst seit dem 19er, dass du die Geräte miteinander kombinieren kannst. So. Oder ich habe es im 17er. Und 15er nie gefunden, wie es geht. Das kann natürlich auch durchaus möglich sein, obwohl ich da 60 Stunden drin verbracht habe, aber ist schon mal gut. Das ist echt nicht schlecht. Sonst habe ich meistens auch Direktsaat Sämaschinen gehabt, aber hier müssen wir ja Geld sparen an der Kunden. Einzige, was halt ist, dass der Trecker die ganze Zeit also wirklich mit Volllast läuft hier. Ich glaube, das geht richtig gut. Auf den Kraftstoff, was ich jetzt hier mache. Kann sein. Oh ja, macht ja nichts, ne? Wir wissen ja, wo die Tankstelle ist. Kraft kommt von Kraftstoff. So, dann gehen wir natürlich wieder bis zum Ansatz hier dann. So. Absenken. Und auf geht's. Aber wir sparen uns einen Arbeitsgang dadurch. Ich glaube, die Zeit, das lohnt sich schon früher oder später. Ach, ich habe ja jetzt mal in meinem privaten Spielstand habe ich mal Unkrautjäten als Auftrag angenommen, ne? Mit einem wie heißt denn Dinger? Striegel. Okay. Ja, also die Vergütung gesamt waren 4.600 für ein Feld von doch relativ, ich glaube, 8 Hektar oder so, oder 6 Hektar, relativ groß. War die Vergütung 4000, aber du hast halt auch den ganz großen Striegel dazu gehabt, ne? Der schafft ja ein paar Meter. Der ist ja, was weiß ich, 18 Meter breit oder sowas. Oder 15. Aber die Miete der Geräte war alleine 3600. hab netto 1200 rausgekriegt. Da dachte ja, ich mir, hubala. Boah, darf ich jetzt das ganze Gestriegel da machen? Das war aber auch nicht schön. Naja. Ja, das war schon, der war, hat man gelernt. Macht man nicht nochmal.
Das machen wir nicht nochmal. Ja, ich habe ein bisschen da weitergespielt. Gestern Abend, weil... Ja. Irgendwie hatte ich Bock auf LS mal wieder. Ich habe auch noch Division 2, habe ich noch die erste Mission sogar fertig gemacht. Also... bei deinem so einem Hotel oder was ich da machen musste. Weiß nicht, wie weit hast du Division 2 gespielt? Bis zum Weißen Haus. Also wirklich großes Tutorial. Ja, also, ja, wir haben festgestellt, ja, ist Division. Gut, wunderbar. Hat sich nicht groß geändert. Perfekt. Ja, Grafik sieht gut aus. Grafik sieht gut aus. Ja. Also muss ich da nicht groß weiterspielen. Ja, gut, also ich habe es noch bis zur ersten Mission gespielt, da in dem Hotel. Um dann ein bisschen zu gucken. Also, ein bisschen verändert hat sich schon, muss ich sagen. Oder ich habe es damals nicht so ganz verstanden. Das kann natürlich auch sein. Aber ich muss auch sagen, ich habe den ersten Teil mit Thompson, na, sagen wir mal, eher widerwillig gespielt. Also, okay. Ich fand es nicht schlecht, aber so richtig gut war es jetzt nur auch nicht. Also, es war sowas, ja, kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Ich fand's super. Ja, Thompson ärgert sich hier ein bisschen, dass er da nicht dran teilnehmen konnte. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Urlaub in Dubai oder Division 2, Beta? Naja. Ich hätte lieber den Urlaub genommen, muss ich sagen. Ja. Aber gut. So hat jeder seine eigenen Prioritäten. Und... Ja. Ja, aber ansonsten, ja, es ist Division, ne? Also es ist quasi genau das gleiche Spiel, nur ein bisschen schöner. Und ich meine auch ein bisschen Hardware schon, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich komplett neue Hardware habe. Aber der erste Teil, der hat ja richtig an der Hardware gezogen. Ach so? Ja, der erste Teil, der war richtig Hardware hungrig. Hm. Also das konnte ich nicht aufnehmen und nicht streamen in der alten Rechnerkonfiguration. Na, ich hab's ja nicht gestreamt oder aufgenommen, also ja. Daher. Also wir wollten das mal streamen, aber das war wirklich Einzelentscheidung. Aber ich komme nicht mehr zum Stream, weil ich echt nicht mehr die Zeit so, ne? Guck mal, hier ein bisschen was, da ein bisschen was, dann musst du jetzt noch so... Irgendwie hat sich Social Life bei mir jetzt auch noch eingebürgert, dass ich jetzt immer mal wieder doch mit Menschen was tue. Das sollte du vielleicht unterlassen. Ja. Glaube ich gar nicht mehr so gut. Nee. Da sollte ich vielleicht die Finger von lassen. Richtig. Ja, aber wir sind auf dem stolzen Weg. Ach, apropos, du musst mich dran erinnern in der nächsten Folge, die ist ganz wichtig. Ja, nächste Folge. Da musst du mich dran erinnern, ne? Da müssen wir ja, da hat ja wer Geburtstag da an dem Tag. Versuch das. Ja. Hat mich ja jetzt fast unter jeder Folge dran erinnert, dass am 13.02. was ist. Hat er angekündigt, hat er auch gut durchgehalten. Ja. Kann man nichts gegen sagen, das ist dann, ne? Manchmal lohnt sich ja Hartnäckigkeit. Das stimmt. Das kann ja mal passieren. Nicht immer. Nee. Aber wir sind ja nett. So. Richtig. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Wir sind müde. Dori muss ins Bettchen. Ja. Dori muss einen Monat durchschlafen. Machst du Winterschlaf? Ja. Okay. Ja, hättest du auch im November Antrag stellen können bei deinem Arbeitgeber auf Winterschlaf, dass du quasi von November bis Ende März Winterschlaf hältst. Ja, klar. Du hast jetzt nicht, wie dein Arbeitgeber darauf reagiert, aber... Ja. Und die ganze Arbeit liegen bleibt. Naja, nö, das muss ja nicht, also... Aber wenn sie liegen bleibt, ist doch auch schön, dann wartet sie wenigstens auf dich. Dann kannst du ja super, damit ich, wenn ich wiederkomme, den ganzen Scheiß machen kann. Ja, nun, ne? Ruby sonst auch. Ja, siehst du. Oh, super. Vielleicht müssen sie einen Sommerschläfer einstellen, damit der quasi im Winter arbeitet und im Sommer schläft und du machst im Sommer arbeiten und hältst halt Winterschlaf. Ja. Gibt's vielleicht auch Sommerschläfer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich da nicht so aus in der Tierwelt. Ja, auch nicht. Sommerschläfer wie Winterschläfer. Das gibt es bestimmt. Meinst du? Ja, warum denn nicht?
Weiß ich ja nicht. Guck mal, einer der Winterschlaf auf der Südhalbkugel hält, ist ja für uns ein Sommerschläfer. Ha, jetzt haben wir es doch. Wir müssen bloß in Australien einstellen. Und schon klappt alles. Oder so ein Südamerikaner. Mhm. So unten, Argentinien, Feuerland, da gibt es bestimmt irgendwelche, da gibt es aber nicht so viele Bären, ne? Na egal. Da gibt es ja ganz viele Pinguine. Pinguine. Kennst du noch hier die Kinderserie mit dem Pinguin? Knack, knack. Kinderserie mit dem Pinguin. Ja, mit so, die aus Klete gemacht sind, so. Ach so, ja, doch. Ja. Boah, da fällt mir wieder Kinderpinguin ein. Das habe ich damals auch so doll gegessen. Lecker. Ja. Das hat bestimmt auch das ein oder andere Pfund gebracht. Hast du damals auch gern gegessen? Ja, immer noch. Was war denn das eigentlich, was von Kinder, was sie abgekündigt haben, was auch so lecker war? Irgendwas gab es doch mal, Happy Hippo Snack oder sowas, war das das? Gibt's das nicht mehr? Ich weiß nicht, irgendwas war's. Da kann ich mich bloß daran erinnern, dass es da wohl eine Petition gab, dass sie das wieder einführen sollen. Ich weiß es nicht. Ja. Ah, die haben auch die Lizenz zum Geld drucken, damit ihre Schokolade, ne? Meine Herren, das ganze Kinderzeug. Glaube ich in der Herstellung genauso teuer wie alles andere, was du sonst kaufst, aber im Verkauf können sie einfach mal einen Euro mehr nehmen. Ja. Nur weil Kinder dran steht. Bewusst wie? Marketing. Oder Markenbewusstsein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist. Ich brauche heute Eisen beim Einkaufen. Ist das so? Ja. Keine Schokolade? Keine Schokolade. Warum? Ja, weil... Nee. Ich habe neue Batterien für meine Personenwahl gekauft. War nicht so gut, sagst du? Nee, ich hab's noch nicht eingebaut, weil, wie gesagt, ich war ja gerade einkaufen und jetzt nehmen wir auf. Ich habe bloß den Einkauf in die Küche gestellt und dann bin ich ins TS gekommen. Ich hab ihn noch nicht draufgestellt. Die Überraschung kommt morgen früh. Ich wiege mich ja immer früh morgens. Ja, soll man ja auch machen. Ja, früh morgens, immer zu einer festen Zeit soll man sich wiegen, damit man das Gewicht hat, weil einen Tag über, da haust du dir so viel Scheiß rein, da bist du einfach schwerer. Na, Lupert ist. Jo, hallo, feine Katze. Und ja, deswegen früh morgens, ne? Schön, dass der Morgentoilette erstmal auf die Waage gestellt. So macht man das. Ja. Naja. Ich hoffe ja mal, dass es nicht dreistellig ist, wenn ich mich jetzt draufstelle, aber ich bin guter Dinge, ich glaube nicht. Würde mich übrigens schwer wundern, wenn. Aber ich glaube, es ist auch nicht unter 90, also es ist auch nicht in die andere Richtung gegangen. Ja. Wochenende möchte ich hier ganz gerne meinen kleinen Spaziergang wieder machen. Hab schon eine Kollegin gefragt, ob sie Lust hat. Mhm. Mal gucken, ob das was wird. Ich hoffe mal. Gut, ich habe natürlich auch wieder eingeplant, dass man danach noch in ein Restaurant einkehrt und schöne Schnitzel isst. Ich glaube, das. Naja, gut. Das Schnitzel würde ich glaube ich auch so essen, auch wenn ich nicht wandere, denn das ist, passt schon. So, dann machen wir hier mal noch ein schönes Foto, oder? Dann machen wir erstmal hier. Katze bei dir? Katze, hallo. Mieze Katze. Ja, oh. Brain hat auch seit 2 Tagen ganz neue Anwandlung. Was denn? Naja, Brain ist doch immer so, der Kater nicht anfassen. Ja. Ja, außer vielleicht mal ab und zu ganz kurz. Das war's dann ja auch. Ja, kenne ich so einen Kater, habe ich auch hier. Und vorgestern Abend und gestern Abend, also wenn wir ins Bett gehen, gibt's immer noch Leckerlis für die, ne? Ach ja. Immer im Bett mit Klickertraining immer Leckerlis. So, und vorgestern Abend, nach dem Leckerlis, hat sich einfach Brain im Bett auf meinen Bauch gelegt. Sich streicheln lassen, über eine Stunde lang, und war am Schnurren und am Schlafen zwischendrin. Ach, das ist schön. Und Steve und ich gucken uns so an, okay, was ist mit dem denn kaputt? Naja. Und gestern hat er das wieder gemacht. Ja, aber den Defekt nimmt man noch gerne in Kauf. Ja. Eine Katze, die sich freiwillig auf dem Bauch liegt und rumschnurrt beim Streicheln. Also, da war ich ja, also da war ich stark beeindruckt, ja. Schön. Ja, und wie gesagt, 2 Tage in Folge.
Mal gucken, ob heute Abend auch wieder was geht. Schön. Ja. Katze hat gemerkt, Dori geht's nicht so gut. Ja, das kann möglich sein. Dori liebhaben. Ja. Aber wir haben dich doch alle lieb. Ja. Ja, aber das ist halt von Brain so eine völlig Eigenart, die überhaupt nicht, also, nee. Ja, ist doch schön. Also. Ja, ja, ich finde das auch toll. Also, ich will mich auch gar nicht beschweren darüber. Also, ich habe in meinem Luke jetzt einen neuen Kratzbaum gekauft. Beziehungsweise aufgebaut. Gekauft habe ich den ja schon länger. Aber aufgebaut habe ich den jetzt nicht. Ja, das ist ein richtiges Katzenparadies-Kratzbaum-Ding. Ja, das ist schön, ne? Also, mir gefällt ja auch. Und ich habe ja das gleiche, den gleichen Typ habe ich auch vorher gehabt. Also, gleiche Art und Weise Kratzbaum hatte ich schon vorher, weil ich mir dachte so, oder ich habe mir den jetzt wieder gekauft, weil ich von dem anderen überzeugt war. Der hat mir echt gut gefallen und deswegen, ja, mal gucken. Ein bisschen Skepsis war am Anfang da, weil er ja natürlich nicht riecht wie früher, ne? Naja, klar. Ist ein Kratzbaum, was muffelt der? Und mittlerweile ist aber gut angenommen, ne? Wird auch drauf rumgetont, wird auch gespielt, gekratzt wird sich auch schon dran, also alles gut. Das wird laufen. Und wenn er jetzt wieder 4,5 Jahre hält, dann bin ich auch zufrieden, weil der andere hat wirklich 4,5 Jahre gehalten. Ich habe nochmal nachgeguckt, wo ich den Arm bestellt habe. Ich hab's am gleichen Dings bestellt. Das hat mir auch gleich wieder ordentlich Bonuspunkte gebracht. Jetzt müsste ich da eigentlich mal wieder mal mehr bestellen, dass ich für die Bonuspunkte wieder ein bisschen was mitnehme. Mhm. Das ist immer so ein kleines Katzenspiel, aber Zoo Plus bestelle ich immer. No. Das ist eigentlich nicht schlechter, der Laden. Wir haben eigentlich auch schönes, gutes Futter da für Katzen. Und liefern halt nach Hause, ne? Ja, ich habe gestern auch wieder Katzenfutter bestellt. Wo bestellst du? Bitiba. Dachte mir gar nichts. Gibt's halt auch alles, ne? Alles für die kleinen Fellnasen. Alles für die kleinen Fellnasen. Will mal einfach hinkriegen, dass ich hier einen geraden Ansatz habe. Ja, ich bin hier auch schief, ist mir egal. Mache ich jetzt auch so zu Ende. Aber ich glaube, die Sämereien reichen hier nicht für eine. Jetzt hat sich mein Mauskabel hier verheddert. Entschuldigung. Für den. Das hin und her geflippert hier. Gerade hin und her geschoben. Ist ja merkwürdig. Ich bitte. Ja, beim Runterfahren hatte ich jetzt einmal, bin ich immer weiter nach da gekommen. Jetzt komplett aus dem Kurs raus. Na, läuft bei dir? Ne, ich weiß noch nicht so ganz so. Irgendwie habe ich das noch nicht so. Hat man nicht so ganz im Gefühl hier, wie ich mit der Kreiselecke und so umgehen soll, aber funktionieren tut's erstmal. Hab auch schon fast die halbe Sämaschine leer gesät. Dafür aber noch nicht die Hälfte des Ackers bearbeitet, also da muss ich nochmal Saatgut nachholen. Hafer hat einen recht hohen Saatgutverbrauch. Ist das so? Man muss ja, weil. Ich sag mal so, mit Sojabohne und dies, da bin ich hier mit einer Füllung aber locker ausgekommen. Und hier habe ich jetzt fast die Hälfte vom Saatgut schon weg. Übrigens wird bei Weizen und Gerste ähnlich sein, weil die Pflanzen stehen ja viel dichter. Als zum Beispiel Sojabohnen oder Mais oder ne, was hat man drauf? Raps hat man drauf. Raps steht ja auch ziemlich weit auseinander. Das ist so. Und deine Kartoffeln? Ja, ich bin abbunkern, oh Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ach ja. Manchmal hat's mal nicht so leicht, das stimmt schon. Naja. Unsere Folge ist gleich um. Folge ist gleich um? Ja. Das heißt, wir müssen abmoderieren? Ja, so langsam. Ach so. Ja, dann war das eine Folge LS19 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns ist die Dori. Die Dori macht den Kartoffeln, wir machen hier einen Hafer, oder beziehungsweise bringen das mit den Hafer in die Erde, damit wir dann schön viel Hafer ernten können für unsere schönen vielen Pferde. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal!